Elisabeth Purcella aus Reutte in Tirol, seit 10 Jahren Abgeordnete. Staatssekretär, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher hier auf der Galerie und an den Bildschirmen. Ja, der Herr Staatssekretär Duske und auch meine Kollegin Mary Disoski von den Grünen haben das Budget in Zahlen schon sehr genau erläutert. Deswegen will ich jetzt nicht wieder mit den Zahlen beginnen. Allerdings erlauben Sie mir bitte, dass ich die Gesamtzahl noch einmal nenne, weil sie so sensationell ist für das Frauenbudget. 33,6 Millionen. Eine Steigerung von mehr als 300% in dieser Legislaturperiode. Das ist einfach noch einmal eine Nennung wert und wir sind sehr stolz darauf, dass wir das geschafft haben. Zwei, drei Positionen in diesem Budget, die so unglaublich wichtig sind für den Gewaltschutz von Frauen, möchte ich noch einmal erwähnen. Und zwar als erstes die Frauen- und Mädchenberatungsstellen. Die Frauen- und Mädchenberatungsstellen leisten unglaublich gute Arbeit in ganz Österreich. Jede Frau, jedes Mädchen, das Probleme hat, sei es im Gewaltbereich, aber auch finanzieller Art, in der Beziehung, gesundheitliche Probleme, kann völlig ohne Bedenken zu so einer Beratungsstelle gehen. Es gibt keine Kosten, es werden dort keine Kosten verrechnet und es wird ganz vertrauensvoll und natürlich unter Verschwiegenheit die Frau beraten, das Mädchen beraten und im Falle natürlich auch an andere Institutionen weiterverwiesen. Also mein Appell an alle Frauen, an alle Mädchen, wenn sie auf irgendeine Art und Weise Probleme haben, wenn sie Fragen haben, wenn sie sich nicht sicher sind, wie sie in ihrer Partnerschaft weiter vorgehen sollen, wie sie mit einem Mann zum Beispiel umgehen sollen, der eifersüchtig ist, der sie kontrolliert, melden Sie sich bitte bei den Frauenberatungsstellen. Je früher, umso besser, je früher eingegriffen wird, umso eher kann auch schnell geholfen werden. Und die zweite ganz wichtige Institution sind die Gewaltschutzzentren. Es gibt Gewaltschutzzentren in ganz Österreich, in jedem Bundesland. Die Gewaltschutzzentren sind vor allem dafür da, Frauen, die Gewalterfahrung haben und Mädchen, die Gewalterfahrung haben, zu unterstützen. Bitte nehmen Sie auch diese Unterstützung in Anspruch. Sie werden dort auch juristisch beraten und es kann Ihnen nur helfen, aus schwierigen Situationen herauszukommen. Und wenn ich schon dabei bin zu appellieren, dann möchte ich auch ganz, ganz stark die Männer adressieren. Die Männer, die hier herinnen sind, die Männer, die zuhören. Wir brauchen Role Models. Wir brauchen Männer, die aufstehen und sagen, so kann es nicht weitergehen in Österreich. Es kann nicht sein, dass in Österreich jedes Jahr viele Frauen, wirklich viele Frauen ermordet oder schwerst verletzt werden. Es kann nicht sein, dass Männer ihre Aggressionen nicht anders in den Griff bekommen können. Und deswegen mein Appell an alle, wenn Sie Freunde haben, Söhne, Verwandte, in Ihrem Bekanntenkreis, Nachbarn, Arbeitskollegen, die Probleme haben, mit ihren Aggressionen fertig zu werden, bitte raten Sie ihnen, sich beraten zu lassen, sich Hilfe zu suchen. Es gibt in allen Bundesländern Möglichkeiten, wo Burschen und Männer zu der Männerberatung gehen können, wo ihnen geholfen wird, wo ihnen ein Weg aus dieser furchtbaren Situation, die für Sie selber ja oft auch sehr belastend ist, herausgeholfen wird. Abschließend möchte ich gerne noch vielleicht zwei Punkte ansprechen, die mir auch sehr wichtig sind als Frauensprecherin der ÖVP. Einmal die Gewaltschutzambulanzen, die jetzt im nächsten Jahr umgesetzt werden sollen, die jetzt auch ausfinanziert sind. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn es gelänge, auch in Tirol eine Gewaltschutzambulanz einzurichten. Das ist für den Westen von Österreich sehr, sehr wichtig. Und das Zweite, doch gegen Ende der Legislaturperiode möchte ich es doch noch mal aufs Tapet bringen, weil ich die Hoffnung nicht aufgegeben habe, dass wir auch hier zu einem guten Abschluss kommen. Wir haben
haben im Regierungsprogramm das Pensionssplitting. Und für uns als ÖVP-Frauen ist das einfach ganz, ganz wichtig. Wir sind sehr überzeugt, dass es ein Beitrag für die Zukunft ist, damit Frauen finanziell abgesichert sind oder besser abgesichert sind. Und möchte meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, dass wir hier noch einen Weg finden, das zu beschließen. Dankeschön. Applaus